Die wenigsten setzen sich freiwillig mit dem Tod auseinander. Bei Markus Müller ist das anders. Er begleitet seit 10 Jahren Menschen auf ihrem letzten Weg. Das Befassen mit dem Tod ist für ihn etwas Wichtiges und Normales. Es gibt Leute, die sagen, man stirbt so, wie man gelebt hat. Das heisst, es ist hochinteressant für uns Menschen, ein bisschen zu schauen, wie haben wir eigentlich gelebt in der Vergangenheit. Was ist uns wichtig gewesen, was ist uns nicht so wichtig gewesen? Wie haben wir zum Beispiel schwierige Situationen gemeistert? Wie sind wir mit Verletzlichkeit im eigenen Leben umgegangen, mit Tiefpunkten umgegangen, mit Loslassen umgegangen? Ich glaube, die Zukunft spielt eine elementare Rolle. Ich würde sogar sagen, im Sterben ist die Zukunftsfrage die entscheidendste Frage, weil mich interessiert, wie es weitergeht. Markus Müller ist Heimfahrer im Zentrum Remismühle im Kanton Zürich. Er hat auch Bücher zum Thema Altwerden geschrieben, hält Referate und gestaltet Seminare. Der Tod ist ein Tabu. Er passt nicht in die Landschaft von der Machbarkeit, von der Beherrschbarkeit, von der Planbarkeit. Und darum sagen wir lieber Hände weg oder Gedanken weg von dem Thema Tod. Ich selber glaube, der Tod ist eigentlich ein guter Lehrmeister, um gut zu leben. Der Tod hilft uns, den begrenzten Horizont von unserem Leben zu sehen und dann zu sagen, okay, wie leben wir? Nicht nur, wie sterben wir, sondern wie leben wir angesichts von Begrenztheit und nicht alles im Griff zu haben. Schon bei vielen Menschen war Markus Müller im Moment des Sterbens dabei. Wenn ich selber dabei bin, macht mich das immer sehr betroffen, weil Sterben hat immer mit zwei Seiten zu tun. Die eine Seite ist natürlich ein Abschied nehmen, etwas Schmerzhaftes. Aber ich habe Leute erlebt, die im Sterben drin sagen, ich freue mich auf das, was kommt. Wie wird es sein? Ich glaube, es gibt so eine Art Schlüssel zum innerlich guten Sterben. Einer von diesen Schlüsseln ist, meines Erachtens, bin ich eigentlich versöhnt mit meinem eigenen Leben, mit mir selber. Bin ich versöhnt mit Gott, bin ich versöhnt mit anderen Menschen, mit meinen eigenen Eltern, Kindern. Etwas anderes ist die ganze Frage, jetzt darf ich schwach sein. Und wer nie gelernt hat, schwach zu sein, tut sich mit dem Sterben sehr viel schwerer. Markus Müller ist zurzeit auch ganz persönlich mit Trauer und Tod konfrontiert. Sein Vater und seine Schwester sind vor kurzem fast gleichzeitig gestorben. Für mich ist eine interessante Beobachtung, dass sich immer wieder zwei Sachen mischen. Nämlich der Schmerz und die Trauer über einen Abschied, der einfach muss sein. Und gleichzeitig auch die Freude, Zuversicht für den Menschen. Und der Mensch ist in gewissem Sinn jetzt siegreich. Er hat das Leben bewältigt. Und manchmal weiss ich nicht, was stärker ist, Trauer oder die Freude. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Eigentlich ist es falsch, wenn ich sage, ich gehe auf den Tod zu. Vor allem, wenn ich das Neue Testament mit dem Auferstehungsgedanken, wenn ich den nachvollziehen kann, dann muss ich sagen, das Leben verschlingt den Tod. Und nicht der Tod verschlingt das Leben.